So, yo Freunde, wie versprochen hier das Update-Video zum heutigen Fortnite-Shop. Gerade hat sich der Fortnite-Shop aktualisiert und wir wurden natürlich alle, wie erwartet, wurden wir enttäuscht. Ich vertraue wirklich keinen nix mehr. Ich habe mir schon gedacht, dass das Scam ist. Und zwar zeige ich es euch direkt mal, es war ja vermutet oder gehofft, dass heute der Travis Scott wegen seinem Geburtstag reinkommt, weil Travis Scott hat heute Geburtstag. Aber es ist natürlich, es ist natürlich leider nicht so geworden, der Shop hat sich zwar aktualisiert, aber Travis Scott ist nicht reingekommen. Die Sachen waren heute Morgen schon da. Die waren auch schon da. Ja, doch, die waren auch schon da. Die waren auch schon da. Auch schon da. Und jetzt sind ein paar neue Sachen, nämlich so ein neues Spezialpaket, das reingekommen. Das hier, genau. Rot versus Blau heißt das. Und es ist da auch eine seltene Sache dabei gewesen. Ich guck mal ganz kurz nach, was davon so selten war, weil ich hab gesehen, eine Sache war schon richtig lang nicht mehr drin. Hier, genau. Und zwar gehen wir das erstmal kurz durch. Ich zeige euch die ganzen Skins einmal kurz im Schnelldurchlauf. Das sind die ganzen offensichtlich roten Skins. Oh, doch, die ist schon rot. Der ist auch rot. Die ist auch rot und auch rot und auch rot. Ich glaube, wir sind durch. Genau, wir sind durch. So, das war jetzt Team Rot. Und es geht noch weiter. Ah ja, okay. Genau, noch. Es gibt so viele rote Sachen. Krass. Okay, noch weiter. Die Hacke. Und ich glaube, das nächste Item ist jetzt das Seltene. Und zwar, Achtung, hier. Dieser Gleiter, die Tech-Turbine, ah ja, okay. Und der, oh, der Skin auch. Krass, die Hacke und der Skin. Dieser Skin auch und die Hacke und der Gleiter waren jetzt 711 Tage nicht im Shop drin. Also 711 Tage, ziemlich, ziemlich seltener Gleiter. Dazu noch die Abtrünnige, die war erst vor 2 Monaten drin. Und Revolte auch vor unter 2 Monaten. Nichts Spannendes. So, dann kommen wir zu Team Blau. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts Besonderes. Ich guck mal ganz kurz nach, oder? Oh, aber wenigstens sind hier ein paar Skifahrer oder der eine Skifahrer wieder da. Erstmal hier der Skin, die, genau, der Skiprofi, der normale ist drin. Der weibliche davon auch noch, oder die weibliche, die Hacke hier. Genau, die Flugpionierin und dann sind wir durch mit der Reihe. Dann geht es noch weiter mit dem richtig hässlichen Schlucko-Skin, die Hacke dazu. Dann die hässliche Lackierung, der Skin, die Hacke. Und ich glaube, dann sind wir gleich durch, oder? Ja, die Hacke haben wir noch. Okay, ja. Dann sind wir, glaube ich, jetzt durch hiermit. Ah, es gibt... Warte. Ah, das sind die Skins, die es in Rot und Blau gibt. Okay, ist ja... Gibt es ja irgendwie so eine Geschichte dazu, warum das drin ist? Warte, wir gucken mal ganz kurz nach. Ganz kurz in die Lobby, weil ich glaube, in der Lobby... Oder, warte, Lobby. Da gab es hier Rot versus Blau. Dauerhafte Feinde. Für welche werdet ihr euch entscheiden? Gibt es da einen Trailer von? Nee, okay, ist einfach nur der Shop. Ja, finde ich jetzt nicht so mega krass. Ich hatte persönlich ein bisschen mehr erhofft, dass da was Krasseres reinkommt. Aber anscheinend Rot versus Blau. Ich bin eher Team Blau, weil ich Blau als Farbe mehr mag. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Falls ihr euch heute was holt, ihr könnt ja wie gesagt gerne den Creditcode, Creditcode Snoxy eintragen. Und dann war es das zu dem kleinen Update-Video. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, checkt gerne mal meinen Hightech-Link aus. Ihr wisst ja unten, falls ihr noch nicht drauf geklickt habt, könnt ihr gerne mal auf den Partner-Link zu Hightech gehen. Die haben richtig geile PCs. Falls ihr da irgendwie zufällig von PlayStation auf PC umsteigen wollt, checkt die auf jeden Fall mal aus. Ihr habt sogar den Rabattcode Snoxy oder auch Snox, geht beides. Da bekommt ihr nochmal 3% extra Rabatt, falls ihr euch da was holt. Und ja, da würde ich sagen, war es das zum Update-Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann morgen zum nächsten Shop-Video. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.